Am Anfang war alles weiß. Voller Freude rannte das Rot herbei und sprang wie wild auf dem Weiß herum. Da kam ganz langsam und leise das Blau und breitete sich aus. »Mach Platz!« schrie das Rot. Aber bevor das Blau ausweichen konnte, stürmte das Rot schon ins Blau. Als das Rot im Blau eintauchte, verlor es seine Farbe und wurde violett. Schnell rollte es auf der anderen Seite wieder heraus. Da schwirrte das Gelb heran. »Hier ist kein Platz für dich«, brüllte das Rot. »Ach nein«, sagte das Gelb spitz, kicherte und piekste das Rot überall, bis es aussah wie eine Orange, die nach allen Seiten blitzte. Alle sahen auf das Orange. Das gefiel dem Gelb nicht. So zog es sich zurück. Da war das Rot wieder da. Das Gelb aber piekste das Blau und wurde grün. Unglaublich! Da lag es, das Grün, unter dem Blau. Das ärgerte das Rot. Es riss ein großes Stück aus dem Grün und schluckte es. Dabei merkte es gar nicht, was passierte. Es wurde braun. Gleichzeitig stürzte das Orange ins Blau und das Gelb ins Violett. Eine richtige Farbschlacht begann. Aus Braun wurde Dunkelbraun, aus Dunkelbraun Schwarz. Das Rot flüsterte. »Mir wird schwarz vor Augen.« »Hilfe, ich verschwinde«, jammerte das Gelb. »Weiß jemand Hilfe?« rief das Blau in die Dunkelheit. »Hier bin ich«, sagte das Weiß. Erschöpft krabbelten die Farbreste aus der braunen Farbe und fingen an, sich auszubreiten und zu streiten. »Stopp! Ihr müsst euch gegenseitig Platz lassen, sonst verschwindet ihr alle wieder«, rief das Weiß und unterteilte sich in 6 Stücke. Obenhin setzte es das Rot, links vom Rot das Violett und rechts das Orange. Das Blau setzte sich von selbst neben das Violett. Neben das Orange kam das Gelb und das Grün, ganz unten. »Nun hat jede Farbe ihren Platz«, sagte das Weiß und war wieder verschwunden.